Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wieder mit einer Produktpräsentation der Firma Fissmann mit einer absoluten Neuheit. Endlich ist es erschienen, das Tunnelportal mit Tiefenwirkung. Das gibt es einmal in der klassischen Optik, wie wir es jetzt hier haben, und auch einmal mit der modernen Optik mit dieser halbrunden Tunnelröhre. Die lässt leider noch ein wenig auf sich warten, aber wir möchten es uns nicht nehmen lassen und euch jetzt dieses Tunnelportal mal zu präsentieren. Wir werden es jetzt hier gleich auspacken, schauen, was da drin ist. Wir werden uns das anschauen, wie schwierig ist es, es zusammenzubauen. Und wir werden es uns natürlich nachher auch anschauen, wie sieht es im eingebauten Zustand aus und wo ist da die Tiefenwirkung, wie kommt sie rüber. Das alles, wie gesagt, werden wir gleich herausfinden. Ich bin sehr gespannt, ich hoffe ihr auch. Und deswegen legen wir jetzt los. Also, schauen wir rein. Aber was erwartet uns da? Wir haben hier Fissmann Qualität, wir haben in Kooperation mit Vollmer in Steinkunstoptik das Tunnelportal und wir haben auch beiliegend die Straße auch in Steinkunstoptik. Die gibt es von der Firma Vollmer. Ist wirklich eine super Sache, die haben wir ja auch schon verarbeitet und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Also, was ist drin? Einmal eine Schaumstoffplatte, einmal eine Anleitung, auch wahrscheinlich für die Tunnelröhre elektrisch anzuschließen. Dann haben wir hier das Allerheiligste, nämlich die Röhre selbst, die verspiegelte mit der LED-Technik. Dann haben wir, wie gerade schon gesagt, das Tunnelportal in Steinkunstoptik. Wirklich sehr gute Qualität. Man merkt es auch. Das ist richtig schöne, dicke, schwere Qualität. Und dann, wie gerade schon angesprochen, die Steinkunststraße. Und das Lustige ist, ihr seht es, die kann man wirklich in alle möglichen Richtungen biegen. Die geht nicht kaputt. Die lässt so ziemlich alles mit sich machen. Das Einzige, wo man halt ein bisschen drauf aufpassen muss, sind halt hier die Bordsteinkanten, die nicht so sehr biegen, aber die Straße an sich, die lässt sich wirklich in alle möglichen Richtungen biegen. Ja, das ist also da drin. Karton ist leer. Und das Ganze setzt man sozusagen jetzt zusammen. Und wie das alles aussieht, das zeige ich euch jetzt. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier alles haben. Befreien wir die Sachen mal von ihren Plastikhüllen, hier, wie ja gerade schon gesagt, das wunderschöne Tunnelportal und ist wirklich, hier sieht man es auch, also das ist wirklich nicht eben mal aus Plastik gegossen, sondern da steckt wirklich richtig Arbeit hinter. Eine richtig schöne Qualität. Dann haben wir hier die Straße. So, das Ganze wird sozusagen hier hinten so aufgesetzt. Natürlich muss man da sich ein bisschen Kleber und ein bisschen Halt so vorstellen. Und hier, jetzt kommt das Allerheiligste. Noch original verpackt. Jetzt muss ich erstmal den Tesafilm versuchen, vorsichtig zu löten. Ja. So, und da haben wir jetzt. Oh. Ja, da sollte man aufpassen. Nicht auf den Spiegel patschen mit den Fingern. Hier haben wir jetzt sozusagen das Allerheiligste mit dem Anschluss. Die Tunnelröhre verspiegelt mit den eingebauten LEDs. Und die setzt man einfach mit diesen vier Noppen, die wir hier links und rechts sehen, einfach hier auf die Stück Straße. Zack. Und schon ist es fertig. Dann nimmt man das Tunnelportal, setzt es davor und schon hält es. Und schon ist man sozusagen fertig mit Schönschreiben. Das Ganze dann noch anschließen, das werden wir jetzt gleich machen. Und dann kann das Ganze schon eingebaut werden. So schnell hat man also seine Tunnelröhre zusammengebaut und auch anschlussfertig. Das ist auch das Gute daran. Ja, vor allen Dingen, was ich daran hervorragend finde, ist, es ist ein super Abschluss für eine Anlage, die man zum Beispiel bis an die Wand gebaut hat und möchte da jetzt irgendetwas mit Tiefenwirkung haben. Da hat man hier wirklich eine sehr einfache, sehr schnelle und wirklich eine sehr richtig originelle Sache, um seine Anlage da auch abzuschließen. Das Gute ist, es ist eine Einbautiefe von 1,7 cm nur. Das heißt, man kann sie wirklich direkt an die Wand stellen. Oder wenn man das halt nicht will, setzt man da halt noch irgendwas davor, sprich an Szenario etc. Das werden wir hier gleich machen. Wir werden noch einen Berg darum modellieren. Da also, wie gesagt, gleich auch ein paar Bilder, wie es dann im eingebauten Zustand aussieht. Insbesondere dann halt auch, wenn es angeschlossen ist. Ja, wenn euch das jetzt überzeugt und ihr wollt es auch haben, gerne auf unseren Kanal gehen, da in den Webshop und holt euch dieses wunderschöne Tunnelportal. Es ist die Artikelnummer 5097, die klassische
Sache ist hier im Prinzip das Portal an sich. Wie gesagt, das gleiche, von der gleichen Technik, gibt es nochmal dann mit einer modernen Tunnelröhre. Das ist die Artikelnummer 5098. Das ist dann ähnlich wie die ICE-Tunnelportale auf der Schnellfahrstrecke, diese halbrunden Betonbögen. So sieht dann das moderne Tunnelportal aus. Das ist aber, wie gesagt, leider noch nicht lieferbar, wird aber alsbald kommen. Die Bedienungsanleitung ist auch sehr übersichtlich. Gehen wir auch nochmal kurz hier drauf ein. Wir haben hier eine schöne Übersicht, wie wir das Ganze zusammensetzen. Es ist eigentlich sehr intuitiv. Dann haben wir hier eine kurze Beschreibung, wie man es anschließt. Und zum Schluss dann nochmal die allgemeinen Hinweise. Und das war's. Also, keine große Sache. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wir machen uns jetzt an den Einbau dieses wunderschönen Tunnelportals und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Sollten Fragen eurerseits auf sein, gerne wie immer die Kommentare nutzen oder eine E-Mail direkt an uns und wir werden uns dann schnellstmöglich bei euch melden. Das war's. Hier folgen jetzt die Bilder zum Portal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und tschüss.